Von Sucuk-Döner über Burger hin zu Cheesecake. Heute testen wir drei verschiedene Influencer-Restaurants. Los geht's. Wir stehen jetzt auch schon vor unserem ersten Spot vor Sucuk & Chill. Und dieser Sucuk & Chill hier in Düsseldorf ist von meinem guten Kollegen Erné. Erné ist ein absoluter OG auf YouTube und großer Pasta-Poesia-Fan. Und deshalb dachte ich mir, komm, zuallererst einmal zu Erné seinen Laden auschecken. Hier gibt es im Prinzip Sucuk-Döner. Also ein Spieß, der aus einer Sucuk-Masse besteht, der ganz normal runtergeschnitten wird und dann in ein Brötchen gefüllt wird. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe das noch nie in meinem Leben gegessen. Eric auch nicht. Ich glaube, wir gehen mal rein und gucken, welche Döner wir uns bestellen. Los geht's. Sucuk and Chill. Sucuk, Chillen. Zwei sehr gute Sachen. Gucken wir mal, wie es sich chillen lässt. Mitarbeiter gesucht, falls ihr in Düsseldorf wohnt und Bock auf einen Job habt, kommt mal vorbei. Also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt den Classic, einfach mit Sucuk, Tomate, Zwiebeln, Salat, zwei Soßen. Cheesy mit geschmolzenem Cheddar. Da das jetzt unser Frühstück ist, glaube ich, würde ich beim Cheesy erstmal noch passen. Ich hätte euch ja wirklich den Cheesy vorgeschlagen und den Trüffel. Ja, sind die absoluten Nenner hier. Also das ist total lustig, weil der Classic unser Basic ist, aber den verkaufen wir fast gar nicht. Wir verkaufen fast ausschließlich den Cheesy und den Trüffel hier in dem Store. Wow, direkt in den Cheesy oder den Trüffel nehmen. Ach, fertig, Cheesy. Cheesy mit Trüffel. Nee. Oder Cheesy oder Trüffel. Cheesy und Trüffel und ihr esst von beiden ein bisschen. Ja, okay. Ja, mein Deal. Okay. Danke dir. So, Freunde, es wird Zeit. Wir probieren endlich den Sucuk-Döner. Ey, ohne Witz, gerade mit diesem Käse innen drin. Das ist einfach brutal. Wir haben natürlich daran ein bisschen getweakt, das Rezept optimiert. Ich bin gespannt, ob es trotzdem so schmeckt. Weil es riecht auch nicht so heftig krass nach Knoblauch in der Luft und so. Also, let's try. Ganz krass. Also wirklich, ich hätte gedacht, dass das so richtig mächtig und schwer wird, wenn wir das essen. Aber obwohl da sogar noch Käsesoße drauf ist, fühlt es sich leichter an, als es sein sollte. Also es ist wirklich gar nicht so dieses... Also Sucuk ist ja schon echt so, das macht dich K.O., wenn du Sucuk isst, so mich zumindest. Aber hier, es ist echt lecker. Ich finde, es ist so die perfekte Mischung aus Kumru und Döner. Also Kumru haben wir auch schon gegessen auf dem Channel. Das sind so kleinere Brote, die gefüllt werden mit verschiedenen türkischen Würsten oder quasi Aufschnitten, der gegrillt wird. Aber hier, du hast auf jeden Fall mehr Würzigkeit als in einem Döner, weil diese Sucuk-Spießmasse auf jeden Fall schön würzig ist. Es ist vielleicht ein klein wenig weniger saftig als so ein Dönerspieß, aber ich finde, das fällt gar nicht so negativ auf. Sucuk so hauchdünn geschnitten hat man auch eigentlich noch nie gegessen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch interessant. Da ist ja auch wirklich jede Menge drin. Also es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch ordentlich Hunger, aber ich will gar nicht aufhören zu essen. Als ich gehört habe, Sucuk-Döner, dass es einfach zu viel ist. Oder dass es zu würzig schmeckt, dass einfach zu viel von allem drin ist. Aber auch diese Stellen, wo du wirklich viel von diesem Sucuk-Spieß hast, sind überhaupt nicht überwürzt. Wir haben wirklich zum Glück das Produkt angepasst und so funktioniert es wirklich gut im Döner. Trotzdem ist es unterschiedlich genug, um wirklich eine Trennschärfe zum normalen Döner zu haben. Also ich mag es gerne, Eric. Du musst jetzt mal sagen. Sucuk-Döner, let's go. Wir haben Knoblauchsoße, Käsesoße. Und Schafe. Also das ist Sucuk, aber es ist ein ganz anderes Sucuk, als man kennt. Mhm. Also wie du schon sagtest, das hat nichts, man kann sagen, dass das nichts mit dem Sucuk zu tun hat eigentlich, was man so... Ja, du hast so die Nuancen davon. Mhm. Wenn so eine normale Sucuk so 100% Gewürz hat, hat das so 20%. 20 bis 30. Aber es ist genau richtig so. Mhm. Ja. Ich hatte mal Angst vor Sucuk-Döner. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist überhaupt nicht so. Man muss gar keine Angst haben. Hier haben wir jetzt den Trüffel-Sucuk-Döner. Dazu noch Honig-Senf-Soße, Trüffel-Mayo. Natürlich wieder vom Spieß. Etwas Rucola, ein bisschen Parmesan. Den testen wir jetzt. Also, Attacke. Aber es ist interessant, wie die so in der Mayo. Also, es schmeckt trotzdem auch sehr nach Mayo. Das ist nicht nur Trüffel-Taste, sondern es hat auch ordentlich Mayo-Geschmack. Wir reden in der Stunde nochmal, wenn es sich gesetzt hat, aber dass es so leicht schmeckt. No joke. Das finde ich wirklich überraschend. Das stimmt, ja. Ohne Witz, finde ich super nice. Finde ich auch cool, dass Erné sich für so ein Konzept begeistern lassen hat, welches halt etwas macht, was nicht so Standard ist, was nicht so normal ist. Weil wenn du hier in Düsseldorf wohnst, kannst du hierher kommen, du kriegst wirklich was Individuelles, was Besonderes. Gute Arbeit, schmeckt und sehr lecker. Geiler erster Spot. Geiler erster Spot. Ich muss auch direkt wieder rein. Hinter mir seht ihr das Café von Kiki's Kitchen und wir sind hier, um den einzig wahren San Sebastian Cheesecake auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt, ich wollte ihn schon immer mal essen, deshalb gehen wir mal rein. Wir wollten die ganze Zeit schon bei uns in Köln noch zum Kölner Kochhaus. Da kaufe ich eigentlich alles Mögliche. Wenn man irgendwas braucht zum Kochen, dann gibt es das dort. Und wir haben einen Wellenschneider gesucht, weil wir wollen so saure Gurken machen, aber so wie in Amerika mit diesen Wellen dran. Gibt's hier einfach. 8,90 € ist schon stabil. Also hier gibt's wirklich, wenn du gerne backst, dann findest du hier alles, was das Herz begehrt. Das ist wirklich geisteskrank. Aber wir müssen nicht mehr selbst backen, weil hier gibt es den berühmten Cheesecake. Hi! Danke, Kiki. Ja. Aber es ist wirklich, muss man echt sagen, top gebrandet. Und ich bin so gespannt auf den Cheesecake. Ich habe den selbst schon so oft auf TikTok gesehen und ich wusste nicht mal, dass es den hier gibt in Bochum. Geil, ich freue mich. Um Gottes Willen, was ist das jetzt? Was ist das? Unsere Gusspfanne, unsere neuen Soßen und alle Creams.
Da musst du mal die Kamera drauf halten, das ist ja wirklich super nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Und hier haben wir ihn jetzt also endlich, den originalen, legendären Kiki's Kitchen Cheesecake. Und jetzt gebt euch das, weil das ist dieser eine Moment, den wir alle haben wollen. Wie man einfach diesen noch flüssigen, cremigen Cheesecake mit der Schokolade rausziehen kann. Wow. Es ist wirklich, es fühlt sich so gut an, wie es aussieht. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ich dachte, das wäre eine Schokosoße, aber das ist mehr diese Nuss-Nougat-Soße. Ja? Es hat schon auch was Haselnussiges drin. Okay. Aber das verklebt einem direkt auf die bestmögliche Art und Weise den Mund. Ich meine, guckt euch das mal an, die Masse. Du siehst da wirklich auch Vanille drin, gerade hier an der Seite. Und es ist wirklich einfach so, ich glaube, das ist wirklich so eine relativ schwierige Sache, die zu meistern, wenn man backt. Weil du musst halt genau den Punkt treffen, wo es noch so leicht flüssig und cremig ist. Hm. Schon sehr brutal. Ist wirklich sehr brutal. Ich habe ja schon mal mitbekommen, wie man diesen Kuchen macht. Und man macht den, indem man quasi den Backofen super heiß einstellt, dass der oben quasi so fast verbrennt und das innen flüssig bleibt. Ja. Und das ist halt super tricky, das Ganze. Und das macht den auch so besonders. Das sieht man hier oben auf jeden Fall ganz schön, dass der wirklich so eine relativ dicke Außenschicht hat. Und innen drin ist wirklich einfach wie eine Creme. Also schmeckt das wolkig? Da kommt noch was von der Seite. Oh. Was ist das? Ah, die Pastete Nata. Habt ihr die neu? Riesiges Gebäck, genau, das ist jetzt komplett neu. Außen drum ist Blätterteig, innen drin Vanillepudding und oben drauf toppen wir die nochmal mit unseren Creams. Müsst ihr gleich einfach, also jetzt ohne irgendwie mit dem Löffel, das einfach richtig reinbeißen. Okay. Wissen wir Bescheid, danke sehr. Also Gastfreundschaft, ne? Wird groß geschrieben. Hat Kiki auch studiert auf jeden Fall. Wir haben uns ja extra nirgendwo angekündigt, damit wir nicht irgendwie groß noch Sonderbehandlung bekommen. Nicht ganz so gut geklappt. Fühlt sich auf jeden Fall schön an, man ist sehr willkommen hier. Probier mal Pistazie, bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, weil du kennst ja auch die Pistaziencreme von Italiener unseres Vertrauens. Seid ihr bereit? Gehen wir rein. Es ist einfach die Brotaufstrichcreme, die wir auch haben. Ordentlich Pistaziencreme, ein bisschen Cheesecake, so muss es sein. Wir probieren. Das schmeckt ja so krass nach Pistazie. Viel weniger süß als das hier. Wow, wow. Ich liebe Pistazie halt, ne? Aber ich finde Pistazie viel stärker als Schokolade. Das schmeckt schon fast so ein bisschen wie so eine salzige Pistazie. Mhm. Also wie geröstete Pistazie, die man kennt, so diese zum Snacken. Gar nicht so süß wie gedacht. Weniger Geschmack von diesem Magermilchpulver. Also das kennt man ja auch aus Nutella und Konsorten. Hat ganz wenig davon. Ich glaube, auch unter den beiden könnte das mein Favorit sein. Der Kuchen, der hat auch trotzdem so einen Garverlauf. Ne? Hier außen siehst du schon, ist ja noch ein bisschen fester. Aber hier in der Mitte hast du halt wirklich eine reine Creme. Ne, du schmeckst wirklich schön die Vanille. Die Soßen passen perfekt dazu. Ist wirklich eine reine Präferenzfrage. Wenn du Pistazie liebst, dann wirst du das hier übelst abfeiern. Schokolade auch richtig gut. Und wir sind eigentlich nicht so die Süßen. Aber ihr merkt schon, ne, bei Döner wollte Max noch mit mir teilen jetzt. Keine Frage. Ich teile. Ich habe mit Pistazie noch nicht probiert. Warum? Weil ich diesen schönen Vanille-Charakter von dem Kuchen liebe. Aber ich probiere jetzt einmal für die Wissenschaft mit Pistazie. Die schmeckt einfach nur nach Pistazie. Und da kommt auch immer mehr. Ich weiß genau, was du meinst mit diesen gerösteten. Mhm. Also schmeckt ganz anders. Also die ist nicht süß abgeschmeckt. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Da ist bestimmt trotzdem jede Menge Zucker drin. Aber da ist mit Sicherheit viel Zucker drin. Mmh. Nochmal ein neues Geschmacksbild hier, finde ich. Passt auch farblich ganz gut. Ja, ja. Sagen, ne? Wie geht es dir beim Genuss einer derartigen Süßspeise? Sag es. Ich finde, so eine schöne Süßspeise kommt auch erst mit einem Kaffee richtig gut. Das stimmt. Ich oder? Auch, ja, so ein Kaffee, das ist wie vergoldet das. Ja. Ja. Was bringt für dich eine Nuss-Nougat-Creme mit? Für mich gibt es nur Nutella, sage ich ehrlich. Ich habe viel schon anderes probiert, aber... Du nimmst das ja nicht ernst, Eric. Schmeckt aber einfach sehr gut, ne? So ein professioneller Food-Review-Channel. Ich sage aber trotzdem, am liebsten esse ich nur den Kuchen ohne Soße. Die will mich mästen hier, habe ich das Gefühl. Aber boah, wirklich nicht zu unterschätzen. Man denkt, das ist irgendwie so ein kleines Ding. Es wiegt aber trotzdem seine 100 Gramm und davon sind wahrscheinlich 80 Gramm Fett. Deshalb erstmal die Hälfte runterschütten und dann probieren. Viel Füllung drin. Mhm. Eieiei. Das ist Food Porn. Boah, weißt du, was das ist? Sag. Giotto. Ja? Und Giotto ist geisteskrank. Alter. Das schmeckt wirklich eins zu eins nach Giotto. Ich liebe Giotto. Was bedeutet Giotto für dich? Giotto hat es ja so gesagt, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Giotto und Kaffee, solo con Giotto. Solo con Giotto.
Alter, das ist pur Giotto, aber. Das ist mehr Giotto als Giotto. Vor allem ist es das bessere Giotto. Ja. Unterm Strich, Leute, großes Kompliment an Kiki. Das sitzt einfach. Also die Qualität von allem, was wir getestet haben, ist richtig gut. Der Laden neben dran ist auch super, wenn man Spaß am Backen hat. Ist auf jeden Fall ein Pflichtbesuch, wenn man hier in Bochum ist. Weiter geht's zu unserem nächsten Spot. Freunde, wir stehen vor der Institution, wenn es in Deutschland um Influencer-Restaurants geht. Wir stehen vor JP Performance GmbH und Big Boost Burger. Mittlerweile wirklich eine Bank, gibt es glaube ich schon seit über 5 Jahren und man kommt nicht daran vorbei, wenn man über Influencer-Restaurants spricht. Ist bei mir schon eine ganze Weile her, dass ich hier war und ich habe längst nicht alle Burger getestet. Deshalb suchen wir uns was Schönes aus, gehen rein, gucken uns die schönen Autos an und lassen uns einen Burger schmecken. Gefühlt steigern wir uns so übelst vor den Restaurants. Erstmal von Erne so ein frisches Konzept. Kiki mit einem kleinen Laden und jetzt hier so ein JP. Imperium, Alter. Imperium. Ja, also das heißt nicht, dass ein Laden schlechter oder besser ist als die anderen, aber du hast schon recht, hier ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also JP hat das ganze Ding schon ziemlich gut durchgespielt, muss man einfach so sagen. So auch den Burger. Da hinten wird er gegrillt. Wir werden uns auf jeden Fall was Leckeres aussuchen. Boah, ich sehe da schon die Flammen. Man kommt hier halt rein und man sieht diese ganzen Autos und man ist schon so humble. Es ist krass, also der hat echt was geschaffen hier, kann man nicht anders sagen. Ich meine, wer von euch hat einen Porsche an der Decke? Ja, wir essen das jetzt hier vorne, weil innen drin ist zu laut und dunkel. Aber guckt euch mal diese Pracht an. Wow. Erstmal der Keto-Burgie für unseren lieben Jakob. Bitte schön. Ja, ein bisschen im Sommer auf die Linie achten, ne? Das nicht zu laut. Und Besteck? Ja, Freunde, das ist er also. Wir haben uns heute für den Jalapeno-Burger entschieden. Man kann es unschwer erkennen, Jalapenos sind am Start. Es ist wirklich ein dicker Apparat. Letztes Mal war ich wirklich begeistert, als ich hier war. Ich fand den Burger richtig lecker. Hier haben wir eine schöne Currywurst. Wollte ich eigentlich nicht bestellen, aber dann ist mir nochmal aufgefallen, auf der Karte steht die beste Wurst der Welt. Ich meine, natürlich ein schwieriger Call. Es wäre ja schon ein krankes Kompliment, die beste Wurst im Ruhrpott zu sein. Ich meine, das ist dann auch basically wahrscheinlich die beste der Welt, ja, wenn es die beste im Ruhrpott ist. Ich probiere mal, ob die wirklich so gut ist. Und ist schon sehr lecker. Also du kannst sie auch klassisch mit einer Bratwurst bekommen, aber es ist schon wirklich eine, also die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut und preislich auch mega fair. Unter 4 Euro für die Currywurst. Das ist fair. Da muss ich dem Eric auch einfach mal ganz frech auch mal die Wurst, ne, in den Rachen stecken. Schon lecker, ne? Schön würzig. Wenn du drauf beißt, merkt man richtig, wie der Käse so im Mund platzt nochmal. Ja, ja. Ähnlich wie bei so einem eitrigen. Weißt du noch, eine eitrige? Ja, das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Du weißt das einfach in Österreich. Österreicher sind noch ein bisschen schmerzfreier. Also in Österreich, für die Leute, die es nicht kennen, eine Käsewurst ist eine eitrige, ja, weil der Käse so rausläuft. Ja, und jetzt guckt ihn euch an. Der Jalapeno-Burger mit ordentlich Jalapenos drauf, Mayo, Bacon, diesen typischen Buns, die sie hier haben. Sowas findest du, also diese Art von Bun ist ziemlich einzigartig. Also habe ich selten so gesehen. Sieht aus ein bisschen wie so ein helles Brötchen, ja, aber ist natürlich weicher, ist schon, ja, auch ein Brioche-Anteil drin. Ne? Richtig, so Brioche, ein bisschen Brioche-mäßig, aber oben trotzdem trocken, trotzdem fluffig. Hat viel auf jeden Fall und ich meine mich zu erinnern, dass er so richtig so soft war im Biss. Grillaroma sollte dran sein, der Grill hat ordentlich Flammen geworfen. Mhm. Probieren wir. Auch ganz interessant, sie werden erst auf einer Plancha gegart und auf dem Grill dann mit Käse und Flames nochmal so, wird denen Aroma gegeben, mehr oder weniger. Jalapeno Burger ist auf jeden Fall was für die Liebhaber, ne? Die es gerne scharf mögen. Und so eine Jalapeno dominiert ja auch den Geschmack ziemlich. Leicht rosa noch, eigentlich perfekt dann. Mhm. Burger mag ich gar nicht so gerne, wenn die so zu rosa sind noch. Gibt es auch Punkte, wo es einfach nicht mehr so gut schmeckt. Ich muss aber wirklich sagen, also nach wie vor, ich finde es richtig gut. Ist einfach ein guter Basic-Burger mit Erweiterung. So würde ich es fassen. Was ich hier auch schön fand, oft machen wir eine Bestellung und dann wird für uns etwas nochmal besonderer, besser gemacht. Und die haben einfach ganz normal gemacht wie immer und der Burger glänzt trotzdem. Ja, kein Kamerabonus. Kein Kamerabonus. Ja, Freunde, das war's wohl. Wir haben 3 verschiedene Influencer-Spots getestet und unterm Strich kann ich sagen, dass wirklich jeder seine Daseinsberechtigung hatte. Wir hatten interessante neue Konzepte, wir hatten einfach, ja, einen lustigen, spaßigen Tag. Deshalb Props an all die heute dabei waren, die sich getraut haben, was Eigenes aufzumachen. Ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, dass Gastro mehr als einfach nur Essen ist, sondern wir hatten coole Spots, schöne Einrichtungen, einfach rundum eine coole Erfahrung heute. Deshalb nochmal Props. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.